Es sieht nicht perfekt aus, ne? Nein, es war also so. Sieht schon schlecht aus, das kann man ruhig sagen. Muss ich das auch essen? Ja, du musst auch, Sebastian. Also man kann es irgendwo essen, wenn man übelst Bock auf Döner hat, kann man es machen. Sebastian hat sich nicht mehr getraut, den letzten zu essen. Und schön, dass ihr am Start seid aus Sarajevo. Heute wird Döner getestet, Jasko, ne? Genau. Ich habe noch nie Döner in Sarajevo gegessen. Ich glaube, die wenigsten haben das getan. Aber lass uns doch mal testen. Ich denke auch. Ja. Und auch wieder am Start unser guter Anwalt, falls uns was passieren sollte. Sebastian Skrade, der beste Mann weltweit. Ich freue mich auf jeden Fall auf Döner in Sarajevo. Ja, wir essen. Also ne, wirklich top, Mann. Wir essen jetzt Döner. Und ja, ein paar Eindrücke von Sarajevo erstmal für euch. Also falls ihr hier die Vibes fühlt, Jasko hat uns auch eine Foto richtig traditionelles Essen in Sarajevo gegeben. Der kennt sich jetzt sehr gut aus und das verlinke ich am Ende des Videos. Und heute ist halt klassisch Döner in Sarajevo. Bei dem, lieber bei dem? Du guckst dir welchen Spieß, welcher dir mehr gefällt. Lass uns einfach beide die, das ist gut. Wir testen beide. It's good, good food. Also Jasko, du bist ja auch Food-Enthusiast, hast du mal gesagt. Ne? Was sagt dir das, wenn du den Spieß siehst? Ich bin schon sehr skeptisch, um das defensiv auszusehen. Aber lass uns das mal probieren. Vielleicht ist es nur die Optik. Muss ich das auch essen? Ja, du musst auch, Sebastian. Wir nehmen klassisch den Döner, aber du musst auch essen. Okay. Nicht, dass du mich hier da, dass die Idee gehabt und dann muss ich. Weil wenn wir beide auf Toilette flitzen, dann, also nicht nur einer. Rücken an Rücken, Band of Brothers. Kennst du den Film? Wir können auch einen Döner und uns den teilen. Ja, lass uns den teilen. Ja, wollen wir den teilen? Bastian auch. Wir sitzen alle in einem Boot. Ich habe wesentlich schlimmere Döner gesehen, Leute. Wesentlich schlimmere. Guck mal, der sieht gut aus heute. Der sieht nicht schlecht aus. Also schon mal für euch, wir werden alles, was irgendwie Optik, sonst was angeht, ausblenden. Wir bewerten rein den Geschmack. Wir haben uns überlegt, einfach so, damit das neutral ist, du beginnst mit dem Test, Sebastian. Ach so. Halbe Stunde später sind wir dran. Nein, Spaß beiseite. Das ist ja auch extra scharf, oder? Nee. Du kannst den ohne scharf. Wir wollen einfach nur mal deinen Eindruck sehen. Unvoreingenommen. Snack mal einfach rein und sag uns danach vielleicht auch, was uns interessiert, wenn jetzt so ein Anwalt wäre, der davon wirklich Sprühschiss, sag ich auf Deutsch, bekommen würde. Würdest du dir rechtlich den Hof machen? Ich habe das ja selbst entschieden, das so zu essen. Da mache ich keine anderen für verantwortlich. Es ist nicht so schlecht. Ist nicht schlecht, glaube ich. Nein, ist wirklich, also der Geschmack ist okay, also, aber mit den Dönern, die ich in deinen Videos schon gesehen habe, können wir das nicht vergleichen. Also Sebastian sagt, der geht durch. Rein optisch finde ich jetzt so vom Ding her, ist das jetzt auch nicht verkehrt. Ne? Also das kann man machen. Das Hähnchen an sich ist jetzt nicht krass überwürzt. Ja, recht. Ja, neutral. Ist aber in Ordnung. Also kann man wirklich essen. Wesentlich besser, als ich gedacht hätte. Krass. Also wie gesagt, wenn man das Fleisch beißt, denkt man am Anfang, es wird direkt mehr kommen. Aber hintenrum kommt dann doch nochmal schon ein schöner Bumsgeschmack. Schmeckt zwar anders, ist ein anderer Geschmack, aber das Hähnchen schmeckt einfach wirklich sehr, also nicht überladen, nicht überwürzt. Genau. Und jetzt vom Geschmacksseite würde ich sagen, also wenn ich ihn jetzt in Deutschland hätte, mit einer cooleren Optik, würde ich sagen, das ist eine gute 7,5. Ne? Kann ich verstehen, kann man machen. Gucken wir mal einmal den Kalb direkt oder was es auch immer ist. Guck mal das Fleisch an. Ich glaube, die Fleischqualität ist einfach besser, weil das hier ist so Industrie pur. Das ist einfach wie Bulette. Auch ganz weich vom Biss. Das ist einfach so Bulette durchgeschnitten in Streifen. Willst du mal probieren? Ja, probier. Aber ich finde, es geht auch durch. So hat der Döner mal in Deutschland vor 15 Jahren überall geschmeckt. So dieses, weißt du, was ich meine? Dieses klassische Hackspieß-Ding, was so überall gleich gewürzt war. Man kennt es, aber schwach. Es ist schwach, also das ist schon rein von der Quali auch ziemlich unterster Keller, sagen wir mal so. Ja. Aber geschmacklich geht es trotzdem noch durch. Geschmacklich kann man jetzt nicht sagen, geschmacklich Samstag um 2 Uhr morgens. So. Mhm. Man
Döner schmeckt mir besser. Ja, der ist besser, ja. Ihr könnt ja eure Meinung mal sagen, mehr als eine 4 von 10 kann man nicht geben, ne? Ja. Wir gehen mal zum nächsten Spot, da sah der Spieß besser aus, ist direkt nebenan. Guck mal, ob wir da mehr Glück haben, ja? So machen wir das. Machen wir. So, nochmal ein, zwei Bilder auf dem Weg zum nächsten Laden. Und dann sehen wir uns jetzt beim nächsten Döner. Boah, der sieht aber doch nicht besser aus eigentlich, ne? Sieht der besser aus? Ne, finde ich nicht, oder? Hackfleischspieß ähnlich wie der andere. Also wir haben gerade schon gesagt, wirklich besser sieht der hier nicht aus. Wenigstens müssen wir jetzt nicht zwei essen. Sieht jetzt auch nicht verkehrt aus. Ist das das Kebabbrot? Ja, nicht ganz, aber irgendwie so. Das ist voll weich, voll fluffig. Ist das, glaube ich, nur nicht in diese Brühe eingetunkt? Kann das sein? Ja, das kann sein, ja. Vorhin in einem anderen Video haben wir noch drüber philosophiert, wie geilen Döner. Wahrscheinlich werden wir diesen Kebabbrot. Das ist, glaube ich, so das Kebabbrot, nur nicht, wie die es machen, in diese Brühe eingetunkt, damit das halt so saftig, sapschig ist. Also drei prägnante Punkte bei dem Döner. Sehr durchdringender Fleischgeschmack, sehr viel vom Pulver, auch sehr im Fokus von diesem roten Chili-Pulver und sehr, sehr salzig. Hat was Besonderes, aber sehr unstimmig. Ich habe ganz doll gemerkt, ist irgendwie von außen diese Röstung. Dann hätten wir das auf dem Grill nochmal raufgepackt. Willst du nochmal probieren, Jasko? Ja. Hol mal einmal diese Wette. Das ist das Kebabbrot nur ohne das Eintunken. Ja, was eigentlich eine geile Idee ist, aber... Ich finde, das Brot ist sehr dominant. Ja. Das kommt gar nicht durch, das Fleisch. Schmeckt für mich eher so wie, es ist eine Bulette drin oder sowas. Genau, so das ist das Ding. Schmeckt ja. Nicht nach Dönerfleisch, nicht wirklich. Also es hat wirklich mit Döner nichts zu tun, wie nein. Ihn kennt. Nein. Aber ich finde den trotzdem besser als den da drüben. Leicht besser. Mhm. Ich würde mir den jetzt nicht in Deutschland holen. Mhm. Ich meine, es hat auch schon seinen Grund, warum hier weniger Menschen Döner essen. Ja. So. Aber schon gut. Ich möchte den jetzt gar nicht groß bewerten, Leute. Das ist jetzt wirklich beides nichts Großartiges. Probieren wir das Fleisch pur. Mhm. Das Fleisch nochmal pur. Sehr salzig, ne? Ja. Mhm. Okay, ich bewerte ihn trotzdem. Was habe ich eben drüben gegeben? Eine 4. Also ich würde ihn auch nicht, ich würde auch eine 4 geben. Also ich finde ihn nicht wirklich besser als den anderen. Anders? Ich gebe ihm eine 5. 5 gibst du ihm, ja? Ja. Also man kann es irgendwo essen, wenn man übelst Bock auf Döner hat, kann man es machen. Sebastian hat sich nicht mehr getraut, den letzten zu essen. In dem Sinne, die letzten Worte zum Video. Danke, Sebastian. Danke, Jasko, auch fürs Dabeisein. Ja. Auch beide nochmal verlinkt in der Videobeschreibung. Dann sage ich danke fürs Zuschauen, lasst gerne einen Daumen oben da und bis zum nächsten Mal.